Zurück im Liga-Alltag trifft der SV Horn in der ersten Runde der Regionalliga Ost auf die SV Schwechat. In 8 Duellen mit den alten Bekannten gab es bislang 5 Siege des SV Horn, dazu 4 Remis und nur eine Niederlage. Doch vor den Braustädtern ist man gewarnt, im Cup hatte die Admira alle Hände voll zu tun und bezwang Schwechat erst im Elfmeterschießen. Apropos Cup, in diesem spazierten die Horner locker in Runde 2, auch das ein Grund, um mit Optimismus in diese Partie zu starten. Auf die Euphoriebremse drückte vor Anpfiff aber die Trauerminute für den kürzlich verstorbenen SV Horn-Fan und langjährigen Mitarbeiter Andreas Ehrentraut. Doch dann rollte der Ball in der Waldviertler Volksbank Arena Horn, gewohnt in Blau von links nach rechts im 4-2-3-1-System mit Solospitze Vujanovic. Erstmals gefährlich wird's im Schwechater Strafraum in der 16. Minute. Martin Krenn prüft Torhüter Mesnik nach einem Eckball. Und auch in den nächsten Minuten ist es der SV Horn mit viel Offensivpower. Nur 2 Minuten später stellt sich Weinwurm mit einem Weitschuss vor, ebenso Milosevic in Minute 21. Und weil auch Vujanovic kurze Zeit später toll im Strafraum erscheint, konnten wir in Minute 25 bereits 5 Möglichkeiten der Horner notieren. Miroslav Milosevic und Stefan Rakowitz kommen beide in der Mitte nicht mehr an den Ball. Und weil aber auch der Kopfball von Vujanovic nach Flanke von Rakowitz nicht im Tor landet, bleibt's vorerst beim 0:0. Bis zur 42. Minute. Denn da legt sich Karim Salam den Ball zum Freistoß bereit und bringt die Gäste gegen den Spielverlauf durch eine Unachtsamkeit des Horner Schlussmanns in Führung. Unglückliche Aktion des jungen Mitmaßers, der das restliche Spiel aber souverän agiert. Nachdem der Freistoß von Milosevic kurz vor Ende der ersten Halbzeit sowohl am Tor als auch an Mitspieler Djordjevic knapp vorbeifliegt, geht's mit einem Rückstand in die Halbzeitpause. Ein Rückstand, über den sich die Gäste aber nicht allzu lange freuen können. Denn nur 2 Minuten nach Seitenwechsel ist der Horner Goalgetter zur Stelle. Nach Traumkombination eingeleitet von Krenn über Milosevic stellt Radovan Vujanovic auf 1:1. Nach seinem Treffer im Cup-Auftakt gegen Ritzing trifft er auch im zweiten Spiel für seinen neuen Verein. Ideal herausgespielt, Krenn findet Milosevic, der Radovan Vujanovic in die Gasse schickt und der überhebt Maximilian Mesnik gekonnt. Ein Treffer, der in Anbetracht auf den Spielverlauf zu diesem Zeitpunkt völlig verdient ist. Möglichkeiten, um in Führung zu gehen, gibt's genügend, zum Beispiel hier in Minute 54, da fehlt beim Schuss von Daniel Kogler nur ganz wenig. Und mit etwas Glück hätte Milosevic hier bereits auf 2:1 stellen können. Und abgesehen davon, dass Miroslav Milosevic nach Hereingabe von Kapitän Djordjevic im Strafraum ungeahndet den Ball mit der Hand spielt, diese Möglichkeit darf sich Ivan Ljubic einfach nicht entgehen lassen. Das Ganze passiert in der 64. Minute. Und weil aus dem Spiel heraus kein Tor fallen möchte, legt sich Vujanovic in der 82. Minute den Ball zum Freistoß zurecht und befördert diesen zur verdienten Führung ins gegnerische Tor. Das Spiel ist zu diesem Zeitpunkt entschieden. Nach dem Auftaktsieg im Cup behält die Clear 11 auch in der Liga die Oberhand und geht im ersten Spiel als Sieger vom Platz. Und das zwar knapp und erst spät, aber völlig verdient. In einer Woche warten die Rapid-Amateure im Auswärtsspiel, bevor am 14. August Aufsteiger Oberwart in der Waldviertler Volksbank Arena gastiert. Herr Klaubenberg hat das ganze Spiel geschaut, wie er war. Glaube ich, klar, bessere Mannschaft. Wir hatten auch erste Halbzeit eine andere Chance, wo wir konnten wir schon in Führung gehen. Was wichtig ist, wir sind heute Charakter gezeigt. Nach 0-1 hinten hat wir uns nicht verstecken. Wir sind weiter. Zweite Halbzeit, ich weiß nicht, dass die zweite Halbzeit einmal schwächer auf Tor geschossen. Wir waren auf ein Tor, konnten wir noch her gewinnen. Natürlich für mich einfach überragend Einstand, das brauche ich nicht zu sprechen. 2 Tore, 2 Sieg, so kann auch weitergehen. Ja, 3 Punkte sind immer zufriedenstellend. Das war das Ziel, das haben wir erreicht. Ich habe vor dem Spiel gewusst, dass es ein hartes Stück Arbeit wird und dass es ein sehr, sehr unangenehmer Gegner wird. Und
Gratulation, die haben es natürlich mit Mann und Maus verteidigt und ja, wir sind mit den 3 Punkten glücklich. Ja, Premiere geglückt, klar bessere Mannschaft und verdient gewonnen. Zum heutigen Spiel hast du irgendetwas auszusetzen? Ich glaube, man kann überhaupt nichts aussetzen. Die Mannschaft war extrem bemüht, war super eingestellt. 19 Minuten, ein Spiel auf ein Tor, also da gibt es nichts auszusetzen. We'll be right back.